zwischen dem späten 17. Jahrhundert und dem erschütternden Höhepunkt des Bürgerkriegs im 1865. Jahr wurde Amerika Zeuge eines düsteren und unheimlichen Kapitels seiner Entstehung. Die Zuchtfarmen, die im Schmelztiegel von Bundesstaaten wie Virginia und Maryland florierten, bleiben ein makabres Zeugnis für die tiefe Entmenschlichung einer ganzen Rasse. Können Sie sich den Schmerz von Müttern, Töchtern und Söhnen vorstellen, die nicht nur durch kalte, gefühllose Ketten, sondern auch durch das Kratzen von Stiften in Kontobüchern und das harte Rufen von Auktionatorenshämmern getrennt waren? Robert Lumpkin, ein berüchtigter Name in den Geschichtsbüchern, tauchte als Symbol dieser unvorstellbaren Grausamkeit auf. Seine Einrichtung, bekannt als Lumpkins Gefängnis, das in den schattigen Ecken von Richmond lag, war berüchtigt, nicht nur als Zentrum für den Handel mit menschlichem Leben, sondern auch als Ort der brutalen Unterdrückung für jene versklavten Seelen, die es wagten, sich zu widersetzen. Inmitten der fruchtbaren Weiten der südlichen Bundesstaaten wurden weitläufige Plantagen, die Bastionen von Pracht und Reichtum, auf den gebrochenen Rücken und gefesselten Geistern unzähliger versklavter Individuen errichtet. Während Baumwolle zu ihrem Thron als König aufstieg, webte sie ein Gewebe des Wohlstands für die weißen Plantagenbesitzer. Ein Gewebe, befleckt mit dem Schweiß und Blut derjenigen, die unter der gnadenlosen Sonne arbeiteten, ihre Hände blutig und ihre Seelen müde. Namen wie Frederick Douglass und Harriet Jacobs, Leuchten, die den Ketten der Knechtschaft entkamen, hallen durch die Zeit. Ihre Worte sind eine erschütternde Chronik der Erfahrungen vieler. Sie werfen ein unerbittliches Licht auf die unerbittliche Maschinerie und die brutalen Routinen des Plantagensystems. Betrachten Sie die erschreckenden Worte von Solomon Northup. Ich wurde selten ausgepeitscht, außer in der gewöhnlichen Routine und Regulierung der Plantage, aber die Peitsche wurde dennoch häufig über meinem Kopf geschwungen. Sein Bericht enthüllt das düstere Panorama der Demütigungen und Brutalitäten, die tägliche Begleiter der versklavten Individuen waren. Begleiten Sie uns, während wir die düsteren Geschichtsbücher von Zuchtfarmen und den unerbittlichen Mahlstrom von Baumwollplantagen durchforsten, und werden Zeuge der Geschichten derjenigen, die gelitten haben, und derjenigen, die Widerstand leisteten. Willkommen im Tagebuch von Julius Caesar. Der Mechanismus, der das Elend vergrößerte. Eli Whitneys Baumwollentkörner. In den abklingenden Jahren des 18. Jahrhunderts wurde ein neugieriger, innovativer Mechanismus ins Leben gerufen, der bestimmt war, das Gefüge der amerikanischen Landwirtschaft zu verändern und die Schatten einer bereits drückenden Institution zu vertiefen. Sein Erfinder, Eli Whitney, ein junger Absolvent von Yale, war im Jahr 1792 nach Georgia gereist, um sich neu zu erfinden. Hier, inmitten weitläufiger Baumwollfelder, würde ihn die Inspiration treffen. Historisch gesehen war die Baumwollproduktion eine mühsame Aufgabe, hauptsächlich aufgrund des mühsamen Prozesses, die klebrigen Samen von den Baumwollfasern zu trennen. Dies machte den Anbau von Kurzstapel-Baumwolle, der Sorte, die in den südlichen Staaten gedeihte, wirtschaftlich nicht rentabel. Für jedes Pfund verwendbare Baumwolle wurden unzählige Stunden aufgewendet, hauptsächlich durch die Hände versklavter Individuen. Die Ineffizienz dieses Prozesses bedeutete, dass hauptsächlich Langstapel-Baumwolle angebaut wurde, die hauptsächlich an der Küste wuchs und leichter zu verarbeiten war. Doch ihre geografischen Einschränkungen hinderten die Ausweitung der Baumwollfarmen. Whitneys bahnbrechende Erfindung im Jahr 1793 betrat die Bühne, der Baumwollentkörner, kurz für Baumwollmaschine. Mit seinem einfachen, aber effektiven Mechanismus konnte der Baumwollentkörner an einem Tag 50 Mal mehr Baumwolle verarbeiten als ein einzelner Arbeiter. Plötzlich wurde die Agrarlandschaft transformiert. Kurzstapel-Baumwolle konnte nun in noch nie dagewesenen Mengen verarbeitet werden, was ihren Anbau immens rentabel machte. Als Plantagen ins Landesinnere expandierten, fernab der Küste und ihrer Langstapel-Variante, wurde Kurzstapel-Baumwolle zum schlagenden Herz der südlichen Wirtschaft. Jedoch hatte Whitneys Erfindung eine unvorhergesehene Konsequenz. Ihre tiefgreifende und verheerende Auswirkung auf die Institution der Sklaverei. Man könnte annehmen, dass eine Maschine, die den Prozess automatisierte, den Bedarf an Handarbeit reduzieren würde. Paradoxerweise geschah das Gegenteil. Mit der neu entdeckten Rentabilität der Baumwolle stürzten sich die Pflanzer darauf, ihre Plantagen zu erweitern. Größere Plantagen benötigten mehr Hände, nicht zum Entkörnen,
sondern zum Pflanzen und Ernten. Die Nachfrage nach versklavter Arbeit schoss in die Höhe. Zwischen 1790 und 1808 wuchs der Import von versklavten Afrikanern exponentiell, wobei Charleston, South Carolina, zu einem geschäftigen Hafen für diesen düsteren Handel wurde. Unter den riesigen Baumwollfeldern wurden die Gerüchte über die Auswirkungen des Baumwollentkörners allgegenwärtig. Frederick Douglass, der bekannte Abolitionist und ehemals versklavte Person, würde später über die Rolle solcher Erfindungen, BI, der Aufrechterhaltung der Sklaverei nachdenken. Er bemerkte, die Macht des weißen Mannes, den schwarzen Mann zu versklaven, wuchs aus dem eigentlichen Fortschritt der Nation. Douglass' Worte unterstrichen die tragische Ironie. Eine Erfindung, die dazu bestimmt war, die Industrie voranzubringen, vertiefte das menschliche Leid. Anekdoten aus dieser Zeit beleuchten weiterhin die Auswirkungen des Entkörners. Es wird erzählt, dass als Whitney seine Maschine vorführte, die Zuschauer sprachlos waren. In wenigen Minuten vollbrachte der Baumwollentkörner, was von Hand Stunden gedauert hätte. Ein Zuschauer soll ausgerufen haben: "Meine Herren, dort ist der König, der den Süden regieren wird." Und in der Tat wurde der Entkörner zu einer Art Monarchen, mit Baumwolle als seinem Königreich und versklavten Individuen als seinen unfreiwilligen Untertanen. Eine neugierige Wendung in Whitneys Geschichte war, dass er trotz der immensen Auswirkungen des Baumwollentkörners auf die Wirtschaft wenig Profit daraus schlug. Das Design war einfach und leicht zu kopieren, was zu weit verbreiteten Verletzungen seines Patents führte. Rechtsstreitigkeiten verbrauchten viel von seiner Zeit und seinen Ressourcen. In einem seiner Briefe beklagte sich Whitney: "Ich habe keinen Cent für meine Erfindung erhalten." Doch der fehlende finanzielle Gewinn für Whitney war im Vergleich zu den gesellschaftlichen Auswirkungen seiner Erfindung eine unbedeutende Fußnote in der Geschichte. Schatten säen. Die dunkle Ernte der Sklavenzucht in Amerika. In der weiten Landschaft der amerikanischen Geschichte liegt ein unheimlicher Hain, in dem die erschreckendsten Neigungen der Menschheit Wurzeln schlugen. Die Praxis der Sklavenzucht. Jenseits der fiskalischen Berechnungen und Gewinnspannen war das Wesen dieses brutalen Systems ein tiefgreifender persönlicher Eingriff. Es war ein perverser Tanz aus Macht, Wirtschaft und systematischer Grausamkeit, choreografiert nach den Launen eines heimtückischen Marktes. In den Dämmerungsjahren des 18. Jahrhunderts hatte der anfängliche Zustrom versklavter Afrikaner zu den amerikanischen Kolonien begonnen, seinen langsamen, wenn auch erzwungenen, Rückgang zu erleben. Mit dem Gesetz zur Verhinderung der Einfuhr von Sklaven des 1808. Jahres wurde die Einfuhr versklavter Menschen aus Afrika illegal. Aber die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere in den weitläufigen Baumwollfeldern des tiefen Südens, ließ nicht nach. Stattdessen verwandelte sie sich und richtete ihren hungrigen Blick nach innen. Der Schwerpunkt verlagerte sich jetzt auf einen internen Vermehrungsmechanismus, bei dem die bestehende versklavte Bevölkerung zur Vermehrung ihrer Zahlen gezwungen wurde. Virginia, das im frühen 19. Jahrhundert eine der höchsten Populationen versklavter Menschen aufwies, erhielt bald den morbiden Spitznamen des Zuchtstaates. Der berüchtigte Robert Lumpkin, der das berüchtigte Lumpkins Gefängnis in Richmond leitete, beaufsichtigte nicht nur den Verkauf unzähliger Seelen, sondern war auch an dieser Zuchtpraxis beteiligt. Sein Gefängnis, oft als das halbe Acker des Teufels bezeichnet, wurde Zeuge unschätzbaren Leids, einschließlich der erzwungenen Kopplungen und Familientrennungen, die in der Sklavenzucht inhärent waren. Es gibt Berichte, wie den von Harriet Jacobs, einer entflohenen Sklavin, die die Autobiografie Vorfälle im Leben einer Sklavenfrau verfasste. Harriet schilderte die lüsternen Aufmerksamkeiten ihres Herrn, Dr. James Norcombe. Ihre Erzählung bietet einen Einblick in das Leben unzähliger Frauen, deren Rechte nicht nur aus Lust, sondern als Teil einer kühlen, kalkulierten Wirtschaftsstrategie verletzt wurden. Norcombs Besessenheit von Jacobs, getrieben von perverser Begierde und der Aussicht, mehr Sklaven zu produzieren, machte ihr Leben auf seinem Anwesen zu einem lebendigen Albtraum. Die Briefe von Mary Chestnut, der Frau eines südlichen Plantagenbesitzers, bieten eine andere Perspektive. In ihren Schriften bemerkte sie die beunruhigende Anwesenheit von weißen Sklavenhaltern, umgeben von multirassischen Kindern, die eindeutig ihre eigenen waren, aber dennoch in Ketten gelegt waren. Sie schrieb: "Wie die Patriarchen von einst leben unsere Männer alle in einem Haus mit ihren Frauen und ihren Konkubinen
und die Mulatten, die man in jeder Familie sieht, ähneln genau den weißen Kindern. Es ist ein erschreckendes Zeugnis für die offenen Geheimnisse von Plantagen, wo erzwungene Vereinigungen Kinder hervorbrachten, die, obwohl sie sklavenhaltende Väter hatten, zu den Fesseln der Knechtschaft verurteilt waren. Seltsamerweise wurde die Sklavenzucht in der öffentlichen Diskussion selten offen diskutiert. Es war wie ein Gespenst. Jeder wusste von seiner Existenz, aber nur wenige wagten es, es laut auszusprechen. Es gab jedoch indirekte Hinweise. Anzeigen in Zeitungen, die zuchtfähige Frauen oder Mädchen verkauften, waren nicht ungewöhnlich. Ihre verschlüsselte Sprache verbarg die Tragödie, die diese einfachen Worte umschlossen. Es gibt zahlreiche Anekdoten von Zuchtfarmen, auf denen die kräftigsten Männer und fruchtbarsten Frauen oft gegen ihren Willen gepaart wurden. Junge Frauen wurden systematischer Gewalt ausgesetzt, um sicherzustellen, dass sie früh und häufig Kinder bekamen. Familien wurden auseinandergerissen, nicht nur durch Verkäufe, sondern auch durch diese Praxis, wobei Väter, Brüder und Ehemänner machtlos waren, die Frauen, die sie liebten, zu schützen. Wenn weißes Gold das Land beherrschte, die Dominanz von König Baumwolle. Im duftenden Teppich von Amerikas Vergangenheit stehen wenige Epochen so krass und transformativ da, wie das Zeitalter, in dem Baumwolle im Süden höchste Priorität hatte. Als das 19. Jahrhundert anbrach, begann diese scheinbar unscheinbare Ernte ihren Aufstieg, indem sie einen Weg sowohl des Wohlstands als auch der Trauer webte und den Süden fest als das Baumwollkönigreich der Welt etablierte. Lange vor den Titanen der Wall Street gingen die Herren der südlichen Länder mit einem Selbstbewusstsein, das aus dem Reichtum entstand, der in ihren Feldern verwurzelt war. Aber diese Geschichte beginnt nicht in den riesigen Plantagen, sondern in den belebten Textilfabriken Englands. Die industrielle Revolution, die im späten 18. Jahrhundert zum Leben erwachte, hatte einen unstillbaren Appetit auf Rohbaumwolle. Die südlichen Staaten, gesegnet mit einem Klima, das perfekt für den Anbau dieses weißen Goldes war, reagierten auf diese Nachfrage und bald pulsierten die Häfen von Charleston, Mobile und New Orleans vor Aktivität, als Baumwollballen sich auf transatlantische Reisen begaben. Der Historiker John Motley bemerkte treffend: Baumwolle ist König und er schwingt sein Zepter nicht nur über diese 33 Staaten, sondern auch über die Insel Großbritannien und über das kontinentale Europa. Und tatsächlich machten Baumwollexportprodukte bis zu den 1830er Jahren fast 2/3 aller Exporte der Vereinigten Staaten aus. Doch trotz seiner globalen Vorherrschaft war die Baumwollwirtschaft unweigerlich mit der dunkelsten Ecke der amerikanischen Geschichte verbunden, der Sklaverei. Senator James Henry Hammond aus South Carolina, ein überzeugter Verteidiger der südlichen Lebensweise, verkündete einmal im Kongress: Ohne einen Schuss abzufeuern, ohne ein Schwert zu ziehen, sollten Sie, die nördlichen Staaten, Krieg gegen uns führen, könnten wir die ganze Welt zu unseren Füßen bringen. Was würde passieren, wenn 3 Jahre lang keine Baumwolle geliefert würde? Hammonds Aussage, wenn auch großspurig, war nicht ohne Wahrheit. Die Rentabilität von Baumwolle war in der grausamen Effizienz der Sklavenarbeit verankert. Als die Pflanzer ihre Besitztümer erweiterten, stieg die Nachfrage nach versklavten Menschen. Bis zum Jahr 1860 gab es ungefähr 4 Millionen versklavte Personen in den Vereinigten Staaten, die Mehrheit arbeitete auf den Baumwollfeldern. Nicht nur die großen Plantagenbesitzer waren in diese Wirtschaft verwickelt. Bankiers in New York, Schiffseigentümer in Neuengland und Textilfabrikbetreiber jenseits des Teiches in Liverpool, alle hatten Anteile an diesem südlichen Unternehmen. Kurioserweise äußerte sich der Rausch des Baumwollfiebers auf unterschiedliche Weise. Städte wie Cottonwood, Cottondale und Cottonplant entstanden im Süden und bezeugten den Einfluss der Ernte. Eine fesselnde Anekdote aus dieser Zeit erzählt von einem Treffen zwischen einem südlichen Pflanzer und einem englischen Händler. Als der Engländer die Abhängigkeit des Südens von Baumwolle kommentierte, zog der Pflanzer mit einem Funkeln in den Augen einen Baumwollsamen aus seiner Tasche und erklärte: Sir, in diesem Samen liegt mehr Macht als in allen Kronen Europas. Solch war die Anziehungskraft und die Kühnheit derjenigen unter der Herrschaft von König Baumwolle. Die Tagebücher von Solomon Northup, einem freien schwarzen Mann, der entführt und in die Sklaverei verkauft wurde, bieten einen erschütternden Einblick in diese Ära. In 12 Jahre ein Sklave, beschrieb Northup die mühsame Arbeit. Die Hände müssen im Baumwollfeld sein, sobald es morgens hell ist,
und sie verlassen das Feld nicht, bis es zu dunkel ist, um zu sehen. Seine Worte, die durch die Zeit hallen, bieten einen krassen Gegensatz zu den glänzenden Geschichten des Wohlstands. Als der Bürgerkrieg drohte, wurde das Selbstvertrauen des Südens durch ihre auf Baumwolle basierende Wirtschaftskraft gestärkt. Doch, wie die Geschichte zeigen würde, während Baumwolle König war, war es ein Monarch auf einem zerbrechlichen Thron, dessen Fundamente auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit ruhten. Die Winde des Wandels, angetrieben von moralischen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren, würden bald die Herrschaft von König Baumwolle herausfordern und die Nation auf einen turbulenten Pfad setzen. Im Schatten des weißen Goldes. Leben unter der Baumwollsonne. Die südliche Sonne, mit ihrer unnachgiebigen Intensität, warf lange Schatten über weite Baumwollfelder und spiegelte die starken Kontraste des vorkriegszeitlichen Südens wider. Inmitten der endlosen Reihen von sprießender Baumwolle entfaltete sich das Leben der versklavten Menschen, gezeichnet von Schweiß, Liedern, Leid und flüchtigen Momenten der Widerstandskraft. Stellen Sie sich einen Tag vor, der lange vor dem Krähen des Hahns beginnt, wenn die ersten Anzeichen der Morgendämmerung am Horizont erscheinen. Auf ausgedehnten Anwesen wie Monticello, im Besitz von Thomas Jefferson oder den großen Plantagen des Natchez-Distrikts in Mississippi wurden die versklavten Menschen durch den Ruf des Aufsehers oder das Horn des Vorarbeiters geweckt. Dies läutete den Beginn ihrer ununterbrochenen Arbeit ein, ihre Finger flink zwischen dornigen Pflanzen, die Baumwollblüten ziehend und sie in Säcke steckend, die mit jeder Stunde schwerer zu werden schienen. Doch Baumwolle war nicht das einzige Gebiet ihrer Mühen. Versklavte Handwerker, wie jene auf James Madisons Montpellier-Anwesen, arbeiteten als Schmiede, Zimmerleute oder Maurer. Versklavte Frauen, zusätzlich zur Feldarbeit, trugen die zusätzlichen Verantwortungen des Kochens, Nähens und oft des Stillens der Kinder der Plantagenbesitzer. Ihre doppelten Rollen unterstrichen die allgegenwärtige Reichweite der Institution in jede Ritze ihres Lebens. In ihrer ergreifenden Erzählung schrieb Harriet Jacobs, eine versklavte Frau, die später ihre Freiheit erlangte, über den unermüdlichen Tribut ihrer Tage. Der schöne Frühling kam, und wenn die Natur ihre Lieblichkeit wiedererlangt, neigt sich auch die menschliche Seele zur Wiederbelebung. Doch für Jacobs und unzählige andere war diese Wiederbelebung von kurzer Dauer, da das Gewicht der Knechtschaft immer schwerer drückte. Trotz der starken Unterdrückung flackerten Momente der Menschlichkeit auf. Zwischen der Arbeit und unter wachsamen Augen fanden Geflüster von Geschichten aus afrikanischen Heimatländern, Erzählungen von Hoffnung und gedämpftem Lachen ihren Weg. Spirituelle Lieder, durchdrungen von Botschaften und Codes zur Flucht, erfüllten oft die Luft. Lieder wie »Steal Away to Jesus« oder »Swing Low, Sweet Chariot« hatten doppelte Bedeutungen, boten Trost und signalisierten Pläne für die Freiheit. Die Abendstunden brachten kaum Erleichterung. Die Versklavten kehrten in ihre Quartiere zurück, oft enge, einfache Kabinen aus Holz mit Erdböden. Hier, inmitten der Erschöpfung, würden sich Familien versammeln. Gemeinsame Mahlzeiten, Geschichten und die Wärme der Verwandtschaft boten eine kurze Pause. Auf einigen Plantagen wurden Samstagabende von Tänzen und Feierlichkeiten geprägt, wobei Rhythmen an die Erinnerungen der Vorfahren erinnerten. Doch Sonntage, als Ruhetag betrachtet, waren nicht immer frei. Versklavte Menschen könnten gezwungen sein, sich um persönliche Gärten zu kümmern, eine entscheidende Ergänzung zu den kargen Rationen, die bereitgestellt wurden. Anekdoten aus dieser Ära sind voll von Geschichten über Widerstandskraft. Auf einer Plantage in Georgia schuf ein versklavter Mann namens Cato eine improvisierte Geige aus alten Zigarrenkisten. Seine Melodien, so sagen Quellen, brachten seiner Gemeinschaft flüchtige Momente der Freude und bewiesen, dass auch unter den schlimmsten Umständen Kreativität gedeihen konnte. Seltsamerweise erlaubten einige Plantagen, in dem Bestreben, eine Fassade der Wohltätigkeit vorzutäuschen, versklavten Menschen Geld zu verdienen, indem sie überschüssige Produkte oder handgefertigte Gegenstände auf lokalen Märkten verkauften. Dies war jedoch im Vergleich zur systematischen Entmenschlichung, die sie erlitten, unbedeutend. Es gibt eine eindringliche Erzählung von Charles Ball, der sein Leben als versklavter Mann niederschrieb. Bei der Erinnerung an seinen ersten Tag auf einer Baumwollplantage bemerkte er: »Jetzt wurde mir zum ersten Mal die volle Bedeutung der Worte Sklave, Herr, bewusst.« Seine Erzählung unterstreicht den riesigen Abgrund zwischen der Welt der Versklavten und der ihrer Unterdrücker.
Auf der Leinwand dieser Ära stechen Geschichten von Ausdauer hervor. Figuren wie Denmark Vesey, der eine massive, aber letztlich vereitelte Rebellion in Charleston plante, oder Sojourner Truth, die, nachdem sie ihre Freiheit erlangt hatte, die Abschaffungsursache vertrat, zeigten den unbeugsamen Geist der Versklavten. Während die weiten Baumwollfelder unzählige Trauerfälle bezeugten, hielten sie auch Erinnerungen an stille Trotz, Träume von Freiheit und den unauslöschlichen Geist derer, die im Schatten des weißen Goldes gingen. Echos der Heimat, ungebrochene Geister in gefesselten Zeiten. Der südliche Wind der Mitte des 18. Jahrhunderts, parfümiert von Magnolien, trug in sich mehr als nur den Duft von Blumen. Er trug Melodien, Geschichten und Traditionen, die einen Ozean überspannten, ein bleibendes Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der Versklavten. In den Grenzen ihrer erzwungenen Heimat, inmitten der grünen Baumwollfelder und schlichten Hütten, webten versklavte Afrikaner ein kulturelles Mosaik, das die Erinnerungen an ferne Länder mit der Unmittelbarkeit ihrer Gegenwart verband. Unter den ausladenden Eichen der Plantagen von South Carolina, als die Sonne am Horizont verschwand, konnte man die rhythmischen Schläge von Trommeln hören, die an alte afrikanische Rituale erinnerten. Diese Schläge waren nicht nur Musik, sondern verschlüsselte Nachrichten, eine diskrete Sprache, die den Geist des Widerstands widerhallte. Solche Kommunikationsnetzwerke waren entscheidend, um Neuigkeiten zu verbreiten und Hoffnung zu teilen, oft unter den wachsamen Augen der Aufseher. Zentral für die kulturelle Bewahrung war die Rolle des Griots, des Geschichtenerzählers. Versklavte Personen wie Venture Smith, der im Jahr 1798 seine Lebensreise von Afrika zu amerikanischen Plantagen dokumentierte, spielten eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung dieser Erzählungen. Seine Geschichten, verflochten mit Erinnerungen an afrikanische Königreiche und bewegenden Momenten seines Lebens in der Knechtschaft, wurden zu einem Leuchtfeuer für Generationen. Mit den Jahrzehnten vermischten sich verschiedene afrikanische Stämme auf den Plantagen und brachten einzigartige sprachliche Mischungen hervor. Die Gullah-Gichee-Gemeinschaft, eingebettet in die Sea Islands von Georgia und South Carolina, schuf eine eigene Kreolsprache, eine harmonische Mischung aus Englisch und afrikanischen Dialekten. Ihre Kultur, ein reichhaltiges Geflecht aus afrikanischen Bräuchen, verflochten mit der Realität der neuen Welt, blühte trotz ihrer bedrückenden Umstände auf. Lieder, Tänze und sogar kulinarische Köstlichkeiten wie Okra-Eintopf erzählten Geschichten von Durchhaltevermögen und Anpassung. Inmitten dieses Gewebes sich entwickelnder kultureller Normen blieb die Bedeutung der Familie unerschütterlich. Angesichts von erzwungenen Trennungen und Versteigerungen suchten versklavte Personen nach Wegen, Familienstrukturen wieder aufzubauen und wiesen auch nicht verwandten Personen Verwandtschaftsrollen zu. Begriffe wie Tante oder Onkel waren nicht immer biologisch. Sie waren Symbole von Respekt, Zuneigung und familiären Bindungen. Anekdoten von Müttern wie Margaret Garner, die sich dafür entschieden, das Leben ihrer Kinder zu nehmen, anstatt sie den Fesseln der Sklaverei auszusetzen, sind schmerzhafte Erinnerungen an die Tiefe dieser Bindungen. Religion diente auch als Zuflucht. Das Christentum, den Versklavten vorgestellt, wurde angenommen und an ihre Erzählungen angepasst. Spirituals, diese tief bewegenden Lieder, die auf den Feldern oder während Zusammenkünften gesungen wurden, waren mehr als nur Hymnen. Anekdoten deuten darauf hin, dass sonntags, oft der einzige Ruhetag, auf vielen Plantagen zu einem Zentrum kultureller Ausdrucksformen wurde. Orte wie der Congo Square in New Orleans verwandelten sich bis zum frühen 19. Jahrhundert in Orte der Feier. Hier, zwischen den Schlägen von Trommeln und den rhythmischen Tanzschritten, wurde Freiheit geschmeckt, wenn auch nur für einen Augenblick. Auch Kuriositäten fanden ihren Platz in diesen kulturellen Ausdrucksformen. Kürbislaternen, ein fester Bestandteil der amerikanischen Halloween-Traditionen, haben Geschichten, die sie mit afrikanischen Volksüberlieferungen verbinden. Geschichten, die unter den Versklavten geflüstert wurden, sprachen von rastlosen Geistern, die in Laternen gefangen waren und den Weg für wandernde Seelen beleuchteten. Der berühmte Abolitionist Frederick Douglass, selbst einst versklavt, bemerkte: "Wenn es keinen Kampf gibt, gibt es keinen Fortschritt." Diese Worte fanden tiefen Widerhall im Leben der Versklavten. Ihr Kampf richtete sich nicht nur gegen Ketten und Peitschen, sondern gegen das Löschen ihrer Identität.
Durch Melodien, Geschichten, Rituale und einen unbesiegbaren Geist bewahrten sie nicht nur ihr Erbe, sondern bereicherten auch das kulturelle Milieu einer Nation. Im Schatten des Eisernen Halsbandes, die Macht im Griff der Plantage, die weiten Flächen der Plantagen im Süden mit ihren ausgedehnten Baumwollfeldern und prächtigen Herrenhäusern zeigten ein idyllisches Bild. Doch unter dieser Fassade verbarg sich ein komplexes Netz der Kontrolle, eine Maschinerie der Herrschaft, entwickelt, um den Geist derjenigen zu brechen, die als Eigentum angesehen wurden. Das Klirren von Ketten, gedämpfte Schreie und die Befehle der Aufseher hallten wieder und zeigten, wie weit die Machtstrukturen gingen, um ihren Würgegriff zu behalten. Als der Morgen an Orten wie Monticello, dem Anwesen von Thomas Jefferson oder dem weitläufigen Gelände der Whitney Plantage in Louisiana anbrach, konnte man versklavte Menschen mit eisernen Halsbändern um den Hals erkennen. Diese waren keine bloßen Accessoires. Es waren düstere Zeichen des Versuchs der Unterwerfung, entworfen, um Flüchtlinge oder diejenigen zu markieren, die als rebellisch angesehen wurden. Jeder schwere Schritt unter der Last dieser Halsbänder erzählte Geschichten von Trotz und den grausamen Versuchen, diesen zu unterdrücken. Die Sklavenpatrouillen, die im frühen 18. Jahrhundert in South Carolina begannen und später in den Südstaaten übernommen wurden, durchstreiften das Land. Ihr Hauptzweck war zweifach: Aufstände zu verhindern und Flüchtlinge zu fangen. Der bloße Anblick dieser Patrouillen, oft bewaffnet und zu Pferd, erinnerte die Versklavten ständig an ihren Platz in diesem gesellschaftlichen Gefüge. Physische Bestrafungen, so erschreckend sie auch waren, bildeten nur einen Teil dieses Schreckenstapeten. Der Prügelpfosten, ein gefürchtetes Element in vielen Plantagen, war Zeuge unzähliger Brutalitäten. Jeder Hieb, der auf den Rücken eines versklavten Menschen niederfiel, war ein Versuch, ihren Geist zu brechen, sie zu bloßem Besitztum zu reduzieren. Aber wie die Geschichte von Gordon zeigt, einem versklavten Mann, dessen vernarbter Rücken im Jahr 1863 fotografiert wurde, wurden diese Zeichen oft zu Symbolen der Widerstandsfähigkeit. Sein Bild, das im Norden weit verbreitet war, beleuchtete die Brutalitäten der Sklaverei und stärkte die abolitionistische Sache. Jenseits der Peitsche hatten die Machthaber andere finstere Werkzeuge in ihrem Arsenal. Familientrennungen, während Auktionen ein häufiges Ereignis, wurden zu Instrumenten der psychologischen Folter. Mütter von Kindern, Ehemänner von Ehefrauen getrennt. Das Gespenst solcher Trennungen war allgegenwärtig und sorgte für ein Einhalten aus Angst vor Verlust. Interessanterweise waren nicht alle Methoden in ihrer Grausamkeit offen. Das System nutzte auch die Religion als Werkzeug und verdrehte biblische Erzählungen, um die Dienstbarkeit zu rechtfertigen. Passagen, die den Gehorsam gegenüber den Herren predigten, wurden betont und schufen eine Version des Christentums, die versuchte, jeglichen Aufstand zu unterdrücken. Menschen wie Nat Turner hingegen stellten dies auf den Kopf. Turner, der im Jahr 1831 einen gewaltsamen Aufstand anführte, beanspruchte göttliche Visionen als seine Motivation und stürzte die Erzählung, die versuchte, ihn zu unterwerfen. Kuriositäten gibt es in diesen dunklen Geschichten der Kontrolle zuhauf. Eine solche Seltsamkeit war der Negro-Hund, eine speziell gezüchtete Rasse, um Flüchtlinge aufzuspüren. Diese Hunde, oft begleitet von ihren Patrouillenmeistern, fügten der Kultur der Angst eine weitere Schicht hinzu. Doch in den unter den Versklavten geflüsterten Geschichten sprach man von genialen Methoden, diese Hunde von ihrer Fährte abzulenken, vom Waten durch Wasser bis zur Verwendung stark riechender Kräuter. Harriet Jacobs, eine versklavte Frau, die später ihre Freiheit erlangte, fasste die schiere Unerbittlichkeit dieser Kontrolle in ihren Schriften zusammen. Als sie über ihr Leben im Versteck schrieb, sagte sie: »Ich hatte einen Blick auf alles, was auf der Straße passierte, während ich selbst unsichtbar blieb.« Jacobs versteckte sich 7 Jahre lang in einem winzigen Dachbodenraum, um ihrem missbräuchlichen Meister zu entkommen. Ihre Worte malten ein ergreifendes Bild der Längen, zu denen die Versklavten gingen, um Fragmente ihrer Freiheit zurückzugewinnen. Die Kontrollmethoden auf Plantagen waren nicht nur Fesseln und Ketten, sie waren kalkulierte Züge in einem finsteren Schachspiel, einer Mischung aus physischer Grausamkeit und psychologischer Kriegsführung. Jedes eiserne Halsband, jede Patrouille oder verdrehte biblische Passage war ein Zug, um die Versklavten in ständigem Schach zu halten. Geflüster im Wind, die subtilen und markanten Widerstände der Versklavten.
im Herzen eines virginischen Sommers, als Zikaden ihre uralten Melodien summten und Baumwollpflanzen sanft im Wind wiegten, wurde die Landschaft Zeuge von Widerstandshandlungen, die ebenso vielfältig wie tiefgreifend waren. Die Widerstandsfähigkeit der Versklavten wurde nicht nur in großen Aufständen geschmiedet, die durch die Geschichte halten, sondern auch in stillen Akten des Widerstands, die von einem unbeugsamen Geist zeugten. Vielleicht der ikonischste aller Aufstände, der Southampton-Aufstand von 1831, wurde vom rätselhaften Ned Turner angeführt. Angetrieben von einer Mischung aus prophetischen Visionen und einem Durst nach Freiheit, zündete Turner und seine Anhänger einen Aufstand an, der den Süden erschütterte. Der Aufstand, obwohl von kurzer Dauer, hinterließ ein Erbe des Mutes, das die Verschärfung der Sklavengesetze anregte, aber auch im Norden Abolitionistengefühle säte. Doch nicht alle Widerstandshandlungen wurden in den kühnen Strichen eines Aufstands gemalt. Auf den weitläufigen Reisplantagen von South Carolina täuschten versklavte Arbeiter oft Unwissenheit vor, indem sie die Arbeit taktisch verlangsamten oder heimlich Ausrüstung sabotierten. Diese verdeckten Methoden, obwohl scheinbar unauffällig, waren eindringliche Akte des Protests, eine stille Erklärung, dass ihre Geister nicht völlig gezähmt waren. Als die feuchten Nächte auf das Mississippi-Delta niedergingen, wurden Geschichten von Haines und Geistern oft unter den Versklavten geteilt. Diese Geschichten, mehr als nur Geistergeschichten, erfüllten doppelte Zwecke. Sie hielten die neugierigen und oft abergläubischen Aufseher von geheimen Treffen fern und wurden auch zu Werkzeugen der psychologischen Kriegsführung, die eine Aura des übernatürlichen Schutzes um die Versklavten warfen. Die Underground Railroad, dieses geheime Netzwerk von Zufluchtsstätten und geheimen Wegen, wurde für viele zum Hoffnungsschimmer. Harriet Tubman, eine ehemals versklavte Frau, trat als deren legendärste Leiterin hervor. Bewaffnet mit einem unerschütterlichen Willen und geführt vom Nordstern unternahm Tubman 19 kühne Expeditionen in den Süden und führte über 300 Personen in die Freiheit. Ihre Worte: »Ich befreite 1000 Sklaven. Ich hätte noch 1000 mehr befreien können, wenn sie nur gewusst hätten, dass sie Sklaven waren«, hallen die komplexen Schichten ihrer Mission wider. Eine neugierige Form des Widerstands lag im Herstellen von Quilts. Diese waren nicht nur warme Bettdecken, sondern verschlüsselte Karten zur Freiheit. Muster wie der Drunkard's Path oder die Bear's Paw enthielten Anweisungen und Nachrichten für diejenigen, die zu fliehen wagten, und ihre Designs erzählten Geschichten von den Wegen, die zu nehmen, oder den Gefahren, die vor ihnen lagen. Auch die Musik spielte ihre Rolle in diesem Widerstandsteppich. Spirituelle Lieder, gesungen auf den Feldern oder bei heimlichen Treffen, enthielten oft verschlüsselte Botschaften. Lieder wie »Steal Away« oder »Wade in the Water« waren nicht nur Hymnen der Hoffnung, sie waren diskrete Anweisungen, die Flüchtlinge auf ihrer gefährlichen Reise nach Norden leiteten. Die Widerstandshandlungen fanden auch ihren Weg in den Alltag. Vergiftung, eine gefährliche und verzweifelte Methode, wurde für einige zur Handhabe. Geschichten kursieren von Aufsehern oder sogar Plantagenbesitzern, die nach dem Verzehr von Speisen oder Getränken, die von den Händen zubereitet wurden, die sie kontrollieren wollten, mysteriösen Krankheiten erlagen. Man kann nicht über Widerstand sprechen, ohne den gewagten Meuterei an Bord der Amistad im Jahr 1839 zu erwähnen. Unter der Führung von Zengbe Pie, später bekannt als Joseph Zinke, übernahm eine Gruppe versklavter Afrikaner die Kontrolle über das Schiff und forderte, zurück in ihre Heimat gesegelt zu werden. Ihr anschließender Prozess in den Vereinigten Staaten beleuchtete nicht nur die Schrecken des transatlantischen Sklavenhandels, sondern brachte die Nation auch einen Schritt näher daran, ihre eigene Mittäterschaft an der Institution der Sklaverei zu konfrontieren. Heilige Dualitäten, der göttliche Tanz von Unterdrücker und Unterdrücktem. Inmitten der ausgedehnten Plantagen, mit ihren imposanten Herrenhäusern und endlosen Baumwollfeldern, trugen die Winde nicht nur den Duft von Blüten, sondern auch das Murmeln von Gebeten mit sich. Die Religion, mit ihrem komplexen Geflecht aus Überzeugungen, Ritualen und Erzählungen, webte sich in das sehr Gewebe der Sklavenerfahrung ein und spielte kontrastierende Rollen für den Sklavenhalter und den Versklavten. Die großen Kirchen von Charleston und Savannah mit ihren hohen Kirchtürmen halten oft von Rechtfertigungen für die besondere Institution der Sklaverei wider. Sklavenhalter, geleitet von selektiven Interpretationen der Schriften, fanden Trost und Bestätigung in Versen wie Epheser 6,5. Knechte,
gehorcht euren irdischen Herren mit Respekt und Furcht. Für sie war die Bibel nicht nur ein geistiger Leitfaden, sondern eine göttliche Bestätigung, ein Text, der die Institution der Sklaverei mit dem Pinsel der heiligen Gerechtigkeit bemalte. Dennoch wurden diese Schriften auch von Abolitionisten wie John Brown und William Lloyd Garrison in Frage gestellt, die dieses Narrativ herausforderten. Garrison, mit seinen feurigen Reden, zitierte oft Verse wie Galater 3,28: Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus, und betonte die von Christentum gepredigte inhärente Gleichheit. Während die Elite über theologische Rechtfertigungen nachdachte, nahm die Religion in den Quartieren der Versklavten einen eigenen Farbton an. Die Verschmelzung afrikanischer Traditionen mit christlichen Überzeugungen brachte eine lebendige, seelenvolle und tiefgründige religiöse Erfahrung hervor. Die Wälder um die Plantagen, oft vom Mondlicht gebadet, wurden zu heimlichen Kathedralen, in denen die Versklavten sich versammelten, um Trost, Kraft und manchmal Anleitung zum Aufstand zu suchen. Namen wie Denmark Vesey stehen für diese Verflechtung von Glauben und Widerstand. Vesey, ein versklavter Mann in Charleston, nutzte sein Verständnis der Bibel als Weckruf. Er plante einen massiven Aufstand im Jahr 1822 und zog Parallelen zwischen dem Schicksal der Versklavten in Amerika und den Israeliten in Ägypten und sah sich selbst als einen modernen Moses, der sein Volk ins verheißene Land der Freiheit führen wollte. Inmitten dieser großen Erzählungen gab es auch intime Momente, in denen der Glaube eine Rolle spielte. Die Spirituals, die auf den Feldern gesungen wurden, waren nicht nur Melodien, um den Schmerz zu lindern. Sie waren verschlüsselte Botschaften, Gebete und Geschichten der Hoffnung. Swing Low, Sweet Chariot, mit seiner schaurig schönen Melodie, sprach von der Sehnsucht nach Freiheit, wobei der Text auf die biblische Geschichte von Elias Aufstieg in den Himmel anspielte. Neugierigerweise hatten die Gewässer einen besonderen Platz in diesen religiösen Ausdrucksformen. Die Taufhandlung, die in gedämpften Zeremonien an Flussufern durchgeführt wurde, wurde nicht nur symbolisch für die geistige Wiedergeburt, sondern auch für eine Reinigung von den Traumata und Flecken der Knechtschaft. Dies findet vielleicht ein Echo im Spiritual Wade in the Water, das neben seinen religiösen Untertönen auch Ratschläge für fliehende Sklaven enthielt, um die Spürhunde von ihrer Fährte abzubringen. Für die Versklavten war die Religion nicht nur ein Bereich des Spirituellen, sondern auch des Gemeinschaftlichen. In den dunklen Ecken ihrer Kabinen verschmolzen Geschichten von afrikanischen Göttern und Geistern nahtlos mit christlichen Erzählungen und schufen ein reichhaltiges Geflecht aus Folklore. Diese Geschichten, die über Generationen weitergegeben wurden, dienten als Verbindung zu ihren afrikanischen Wurzeln, ein stiller Akt des Widerstands gegen das kulturelle Löschen, das sie erdulden mussten. Man kann über Religion und Sklaverei nicht sprechen, ohne Sojourner Truth zu erwähnen. Als Isabella Baumfree in die Sklaverei geboren, verwandelten ihre religiösen Visionen sie nach Erlangung der Freiheit in Sojourner Truth, eine leidenschaftliche Verfechterin der Abschaffung der Sklaverei und der Frauenrechte. Ihre ikonische Rede »Bin ich nicht eine Frau«, die im Jahr 1851 gehalten wurde, hallt sowohl von religiösem Eifer als auch von einem Appell für gleiche Rechte wider und verkörpert die doppelte Rolle der Religion als Trost und Katalysator für den Wandel. Verschattete Reisen, die stillen Ströme Amerikas innerer Sklavenwege, als die Sonne über den transatlantischen Sklavenhandel im 1808. Jahr unterging mit seinem offiziellen Verbot, markierte dies nicht das Zwielicht von Amerikas dunkler Beziehung zur Sklaverei. Stattdessen, wie ein umgeleiteter Fluss, änderten sich die Ströme des Menschenhandels und schufen neue Wege, die vielleicht sogar noch beunruhigender waren. Das Treiben von Städten wie Richmond und New Orleans wurde von erschütternden Szenen durchzogen. Sklavenunterkünfte mit ihren hohen Mauern und vergitterten Fenstern schossen in diesen städtischen Landschaften empor und beherbergten Seelen, die auf ihre nächste Zwangsreise warteten. Auktionsblöcke, die auf Gerichtsplätzen oder in Stadtzentren inszeniert wurden, wurden zu Theatern menschlicher Tragödie. Familien wurden auseinandergerissen, Liebende getrennt, Kinder wurden von Müttern weggeführt. Die Luft war nicht nur vom Handel, sondern auch von unterdrückten Schluchzern und verzweifelten Gebeten erfüllt. Menschen wie Isaac Franklin und John Armfield, berüchtigte Sklavenhändler, stiegen in dieser Ära auf.
Mit ihrer Basis in Alexandria, Virginia, orchestrierten sie die Zwangsmigration von Tausenden, indem sie sie vom oberen Süden in den tiefen Süden transportierten. Ihr Geschäftsmodell war akribisch und stellte sicher, dass die Versklavten für den Verkauf präsentabel waren. Manchmal sogar gezwungen wurden zu fressen oder ihnen eiserne Masken aufgesetzt wurden, um sie daran zu hindern, mögliche Fluchten zu kommunizieren. Dieser Inlandshandel löste eine schmerzhafte Odyssee für viele aus. Die Koffelnketten, die versklavte Menschen in langen Reihen zusammenbanden, wurden zu Symbolen dieser Ära. Zu Fuß, mit dem Wagen oder an Bord von Dampfbooten webten diese Karawanen gefangener Seelen ihren Weg durch Amerikas Landschaften. Geschichten flüstern von ihren Haltestellen, wie dem berüchtigten Markt Forks of the Road in Natchez, Mississippi. Hier, unter dem Zirpen der Zikaden und der schweren südlichen Luft, fanden Transaktionen von immenser Grausamkeit statt, die die Lebenswege unzähliger Menschen für immer veränderten. Solomon Northup, ein freier Schwarzer, der betrügerisch in die Sklaverei entführt wurde, dokumentierte seine Erfahrungen in 12 Jahre ein Sklave. In seiner erschütternden Erzählung gibt er einen Augenzeugenbericht über diesen internen Handel. Seine Worte, ich sollte bald erfahren, was ich wert war, ausgesprochen, während er auf seinen eigenen Verkauf wartete, fangen die erschreckende Kommodifizierung von Menschen ein. Eigenartigerweise, selbst als dieser Inlandshandel florierte, wurden die gleichen Schienen und Flüsse, die die Bewegung der Versklavten erleichterten, zu Wegen der Hoffnung. Die Underground Railroad, ein Netzwerk aus sicheren Häusern und geheimen Routen, arbeitete parallel dazu und führte viele in die Freiheit. Harriet Tubman, selbst eine ehemals versklavte Frau, wagte diese Routen mehrmals, jede Reise ein krasser Gegensatz zu den erzwungenen Migrationen, ein Symbol der Hoffnung inmitten der Verzweiflung. Trotz des Schmerzes blühte die Widerstandsfähigkeit. Inmitten der Ketten und Märsche wurden Lieder des Widerstands geboren. Das geistliche Lied »Follow the Drinking God« soll ein kodierter Leitfaden für Flüchtlinge gewesen sein, dessen Texte Hinweise auf die Wege zur Freiheit gaben. Solche musikalischen Ausdrucksformen wurden sowohl zum Balsam für Wunden als auch zu Blaupausen für die Befreiung. In dieser Ära wurde die Stadt Washington D.C. selbst zu einem bedeutenden Knotenpunkt für den inländischen Sklavenhandel, ironischerweise. Im wahrsten Schatten des Kapitols, wo die Gesetze der Nation formuliert wurden, durchzogen Stifte, die die Versklavten hielten, die Landschaft. Dieser Gegensatz entging vielen nicht, einschließlich des britischen Autors Charles Dickens, der während seines Besuchs im 1842. Jahr den auffälligen Widerspruch der Sklaverei im Herzen einer Nation, die Freiheit propagierte, kommentierte. Die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Handels waren nicht zu leugnen. Finanzinstitutionen wie Banken gaben Kredite auf der Grundlage des Wertes versklavter Menschen aus, während Versicherungsgesellschaften Policen auf ihr Leben anboten. Dieses Ineinandergreifen von menschlicher Knechtschaft mit kapitalistischen Unternehmungen war eine düstere Erinnerung daran, wie tief die Sklaverei in der Wirtschaft der Nation verwurzelt war. Seide und Eisen, die dualen Fäden versklavter Frauen auf Baumwollplantagen. Inmitten der ausgedehnten Baumwollfelder des Vorkriegssüdens, wo weiße Büschel wie Morgennebel aufstiegen und endlose Reihen die Landschaft bemalten, gediehen Geschichten, die sowohl zart als auch tumultartig waren. Geschichten, gewoben aus Seide und Eisen, die die zerbrechliche Schönheit und unerbittliche Stärke der versklavten Frauen darstellen, die innerhalb dieser weiten Flächen arbeiteten. Der Tag für viele dieser Frauen begann mit dem Krähen des Hahns und dem ersten Erröten der Morgendämmerung. Während die Männer die Felder bearbeiteten, trugen auch die Frauen die Hauptlast der schweren Arbeit. Ihre Hände wurden schnell rau von der stacheligen Umarmung der Baumwollkapseln. Aber das Bild ihrer Verantwortung war umfassender. Nach der Tagesernte fanden sich viele in häuslichen Pflichten innerhalb der Plantagenhäuser wieder. Sie wurden zur unsichtbaren Maschinerie hinter der Pracht südlicher Haushalte, bereiteten Mahlzeiten zu, stillten weiße Säuglinge, manchmal auf Kosten ihrer eigenen, und hielten die opulenten Häuser instand. Namen wie Harriet Jacobs werden zu bedeutenden Wegpunkten, wenn man dieses Gelände durchquert. In ihrer Erzählung »Vorfälle im Leben einer Sklavin« zeichnet Jacobs ein lebendiges Bild der Ausbeutung, der viele versklavte Frauen ausgesetzt waren. Objekt der Begierde eines Sklavenmeisters zu sein, war ein schreckliches Gespenst, dessen Schatten oft ihr ganzes Leben verdunkelte. Ihre Schönheit, anstatt eine Quelle des Stolzes zu sein,
wurde zu einer Gefahr. Jakob selbst verbrachte 7 Jahre versteckt auf einem winzigen Dachboden, um den räuberischen Annäherungen ihres Meisters zu entkommen. Doch das Labyrinth ihres Lebens hatte noch mehr Kammern. Mutterschaft, eine Reise tiefer Liebe, war von der Angst vor Verlust getrübt. Die Geburt eines Kindes, anstatt ein Moment reinen Glücks zu sein, war oft von der Angst geprägt, dass das Baby bald weggerissen und verkauft werden könnte. Es gibt erschütternde Geschichten von Müttern, die Wiegenlieder sangen, die sowohl süß als auch traurig waren, ihre Kinder festhielten und wussten, dass der morgige Tag sie vielleicht forttragen könnte. Auch Kuriositäten tauchen in dieser Landschaft auf. Wussten Sie, dass Quilts oft kryptische Leinwände für diese Frauen wurden? Muster, die auf Quilts genäht wurden, waren manchmal kodierte Botschaften, die Anleitung für diejenigen Boten, die die Freiheit des Nordens über die Underground Railroad suchten. Das Blockhüttenmuster zum Beispiel sollte ein sicheres Haus bedeuten. Und dann gab es die Zauberfrauen, die Kräuterfrauen und Heilerinnen, die an der Kreuzung afrikanischer spiritueller Traditionen und den Notwendigkeiten des Plantagenlebens standen. Von diesen Frauen glaubte man durch geflüsterte Geschichten, dass sie Kräfte besaßen, die heilen, schützen oder sogar verfluchen konnten. In einer Welt, in der die Medizin rudimentär war, war ihr Wissen über Kräuter unschätzbar, aber ihre spirituelle Macht wurde auch zu einer stillen Form des Widerstands, einer Trotzhaltung gegen die christliche Erzählung, die Sklavenhalter benutzten, um die Institution der Sklaverei zu rechtfertigen. Inmitten dieser unzähligen Geschichten schimmern Feiern der Widerstandsfähigkeit durch. Versklavte Frauen, trotz der Ketten, die sie banden, schafften es, Räume der Autonomie zu schaffen, sei es durch geheime religiöse Zusammenkünfte, durch das Herstellen von kunstvollen Körben, die die Spuren des afrikanischen Erbes trugen, oder einfach, indem sie sicherstellten, dass ihre Kinder, auch wenn sie in Ketten geboren wurden, hochhauptig waren. Die Wandteppiche der Arbeit weben zwischen Baumwolle, Tabak und Zucker. Als die Morgendämmerung über den amerikanischen Kolonien und später den jungen Vereinigten Staaten anbrach, standen weite Landstriche nicht nur für den Reichtum der Natur, sondern auch für die komplexen Geschichten der Kulturen, die sie trugen. Baumwolle, mit ihrer flauschigen Anziehungskraft, mag zum Sinnbild für die amerikanische Landwirtschaft und Sklaverei geworden sein, aber ein tieferer Einblick enthüllt die Geschichten von Tabak, Zucker und Reis, jeder mit seiner eigenen Symphonie von Herausforderungen und Systemen. Geflüster aus der Vergangenheit erzählt von John Rolfe, einem englischen Siedler in Jamestown, Virginia, der im frühen 17. Jahrhundert einen süßeren Tabakstamm aus der Karibik einführte. Dieses goldene Kraut sollte bald die Wirtschaft Virginias verwandeln und sie in eine wahre Goldgrube verwandeln. Tabaks Anziehungskraft war unbestreitbar. Die Worte von Benjamin Franklin hallen durch die Zeit: Eine Pfeife Tabak würde mich einen Groat kosten, das ist der dritte Teil meiner wöchentlichen Zulage. Tabak war so prominent, dass er nicht nur eine Kultur, sondern auch eine Währung war, wobei Pflanzer ihre Schulden in Tabakblättern bezahlten. Doch der Anbau dieses grünen Goldes war nicht ohne seine Eigenheiten. Im Gegensatz zu Baumwolle entzog Tabak dem Boden seine Vitalität, was häufige Wechsel des Plantagengeländes notwendig machte. Und der Tabakanbau selbst war ein choreografierter Tanz. Von der sorgfältigen Vorbereitung des Saatbettes bis zur rhythmischen Handhabung der Blätter, um Prellungen zu vermeiden, forderte Tabak sorgfältige Pflege. Dieses Maß an detaillierter Aufmerksamkeit bedeutete, dass, obwohl große Mengen versklavter Personen auf Tabakplantagen arbeiteten, der Maßstab oft kleiner war als der von weitläufigen Baumwollgütern. Wenn unser Blick südwärts driftet, lockt die klebrige Süße des Zuckers. Die Karibik mit ihren schimmernden Gewässern war das Zentrum der Zuckerproduktion, aber Orte wie Louisiana nahmen im 18. Jahrhundert ebenfalls das Zepter in die Hand. Hier ging es nicht nur um Anbau und Ernte. Zucker verlangte eine Umwandlung. Das Zuckerrohr wurde nach dem Schnitt zu Mühlen gebracht, wo es zerquetscht wurde, um seinen Saft freizusetzen, der dann gekocht und kristallisiert wurde. Dies war unerbittliche, rund um die Uhr Arbeit während der Erntezeit. Es hieß, Zucker darf nicht warten, denn jede Verzögerung könnte den Saft verderben. Die harten Arbeitsbedingungen in den Kochhäusern, die intensive Hitze und die ständige Gefahr von Unfällen machten Zuckerplantagen zu einigen der tödlichsten Orte für versklavte Personen. Neugierig ist ein oft falsch zugeschriebenes Zitat des Finanzministers von König Ludwig dem 14.
Jean-Baptiste Colbert, Zucker wächst nicht am Ufer der Seine. Dieses falsche Zitat fasst dennoch den rücksichtslosen europäischen Hunger nach Zucker und die Gleichgültigkeit gegenüber den menschlichen Kosten seiner Produktion zusammen. Unterdessen entfaltete sich in den sumpfigen Tiefländern der Carolinas und Georgias eine andere Geschichte, die des Reises. Der Reisanbau war knochenharte Arbeit. Er erforderte die Schaffung von komplexen Deichen und Wasserregelungssystemen. Hier war Wissen Macht. Versklavte Afrikaner, besonders aus Regionen wie dem Senegambia, brachten ihr Fachwissen im Reisanbau mit. Dieses, wenn auch erzwungene Wissen, war unbezahlbar und führte zu einer eigenartigen Dynamik, bei der versklavte Reisanbauer gelegentlich etwas mehr Autonomie in ihren täglichen Aufgaben hatten, verglichen mit ihren Kollegen auf Zucker- oder Tabakplantagen. Baumwollschatten, die verflochtenen Fäden, die zum Krieg führten. Im Herzen des Vorkriegssüdens war Baumwolle nicht nur eine Ernte, sie war ein mächtiges Symbol für Reichtum, Einfluss und Macht. Weite weiße Ozeane aus Baumwollfeldern bildeten die Grundlage einer sozioökonomischen Struktur. Doch dieses Fundament begann zu wanken, als Winde des Wandels über Amerika fegten. Das frühe 19. Jahrhundert sah die Vereinigten Staaten als weltweit führenden Baumwollproduzenten, wobei der Süden diese Erzählung diktierte. Versklavte Menschen, aus unterschiedlichen afrikanischen Landschaften gerissen, wurden gezwungen, ihr Leben der Kultivierung des weißen Goldes zu widmen. Das Gefüge der Nation war so eng mit Baumwolle verknüpft, dass sie in den 1850ern rund 60% der amerikanischen Exporte ausmachte. Die unbeugsame Harriet Beecher Stowe schrieb einst: „Das ganze Gefüge der südlichen Gesellschaft muss geändert werden, und das ohne Revolution." Solche Gefühle halten im Norden lauter wider. Während der Süden dank Baumwolle florierte, betrachtete der Norden, der mit Industrialisierung aufblühte, die Sklaverei mit zunehmender moralischer und wirtschaftlicher Verachtung. Stowes Onkel Toms Hütte, veröffentlicht im Jahr 1852, schürte diese Emotionen und machte das moralische Argument gegen die Sklaverei unmöglich zu ignorieren. Ihre Darstellung der Qualen der Versklavten verwandelte viele zuvor unentschlossene Nordstaatler in leidenschaftliche Abolitionisten. Doch während der Norden gegen die Institution der Sklaverei mobil machte, klammerte sich der Süden noch fester an seine eigentümliche Institution. Südliche Führer, wie Senator John C. Calhoun, verteidigten entschlossen die Sklaverei und erklärten sie zu einem positiven Gut für sowohl schwarze als auch weiße Mitglieder der südlichen Gesellschaft. Baumwolle, so glaubten sie, war Königin, und mit Europas unstillbarem Durst danach fühlten sie sich unbesiegbar. Eine Reihe von Ereignissen belasteten das Gefüge der Nation weiter. Der Missouri-Kompromiss von 1820 war beispielsweise ein zartes Bemühen, ein Gleichgewicht der Macht aufrechtzuerhalten, wobei Missouri als Sklavenstaat und Maine als freier Staat aufgenommen wurden. Doch dieses fragile Gleichgewicht zerbrach mit dem Kansas-Nebraska-Gesetz von 1854, das diesen Territorien erlaubte, über das Schicksal der Sklaverei durch Volksentscheid zu entscheiden. Das Ergebnis? Blutiges Kansas, eine gewaltsame Vorstufe zum Krieg, als Befürworter und Gegner der Sklaverei aufeinanderprallten. Man kann nicht durch diese Ära schlendern, ohne Menschen wie John Brown zu würdigen, einen glühenden Abolitionisten, der glaubte göttlich dazu auserwählt zu sein, die Sklaverei zu beenden. Sein Überfall auf Harper's Ferry im Jahr 1859, der dazu bestimmt war, einen Sklavenaufstand auszulösen, verlief nicht wie geplant. Dennoch verschärfte es die polarisierten Gefühle des Landes und brachte Brown sowohl Verunglimpfung als Verrückten als auch Verehrung als Märtyrer ein. Die Wahl von Abraham Lincoln im Jahr 1860 war vielleicht der letzte Knoten im sich auflösenden Faden. Obwohl er zunächst versprach, die Sklaverei dort, wo sie existierte, nicht zu stören, sah der Süden in ihm eine abolitionistische Bedrohung und reagierte mit Sezession, was die Nation auf einen Weg unvermeidlichen Konflikts führte. Kurioserweise beobachteten europäische Nationen während dieser turbulenten Zeiten Amerikas inneren Konflikt mit angehaltenem Atem. Großbritannien insbesondere stand vor einem Dilemma. Trotz seiner Abhängigkeit von südlicher Baumwolle für seine boomende Textilindustrie neigte die britische Öffentlichkeit, die in ihrem Empire im Jahr 1833 die Sklaverei abgeschafft hatte, stark gegen die Konföderation.
Eine Anekdote erzählt, wie Lincoln geschickt eine Baumwolllieferung nach Großbritannien während des Krieges schickte und signalisierte, dass der Norden sie beliefern könnte, was Großbritannien davon abhielt, die Konföderation zu unterstützen. Echos der Felder. Erinnerung an das Baumwollerbe. Im Gewebe der amerikanischen Geschichte stehen die Baumwollplantagen als deutliche Mahnmale einer Ära, die im Schweiß und den Tränen unzähliger Seelen getränkt war. Die Ranken dieser vergangenen Tage haben sich in unsere moderne Welt erstreckt und sich in das Gewebe unseres kollektiven Bewusstseins gewebt. Aber wie wurden die Geschichten dieser Felder und der Menschen, die dort arbeiteten, in unsere Zeit übertragen? Man könnte sagen, dass der Süden seine Geschichte wie ein altes Kleidungsstück trägt, wobei jedes Flickenwerk sowohl bittere als auch süße Geschichten erzählt. Wie Faulkner bemerkte, die Vergangenheit ist niemals tot, sie ist nicht einmal vergangen. Dies klingt besonders tief, besonders wenn wir die Gelände von Plantagen wie Monticello oder Boone Hall durchqueren. Diese Anwesen, einst belebt von versklavten Arbeitern, wurden in historische Stätten verwandelt, deren Führungen oft zwischen der Bewahrung historischer Authentizität und der Beschönigung der harten Realitäten für die Palatabilität schwankten. Nach dem Bürgerkrieg, als der Süden mit seinem besiegten Stolz rang, entstand ein neugieriges kulturelles Phänomen, die Lost Cause-Erzählung. Dies verklärte den Antebellum Süden und stellte das Plantagenleben als eine vornehme und harmonische Gesellschaft dar. Scarlett O'Hara, mit ihrem feurigen Geist in Margaret Mitchells Vom Winde verweht, wurde zum Aushängeschild dieser revisionistischen Geschichte. Solche Erzählungen waren keine harmlosen historischen Flirts. Sie spielten eine entscheidende Rolle dabei, wie die Schrecken der Plantagenäre heruntergespielt oder schlichtweg ignoriert wurden. Das 20. Jahrhundert in Amerika sah gewaltige Verschiebungen in seinen gesellschaftlichen Landschaften, wobei die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre als entscheidende Epoche hervortrat. Führungspersönlichkeiten wie Martin Luther King II. Erweckten in ihren leidenschaftlichen Appellen für Gleichheit die Erinnerung an die Sklaverei. Wir sind gekommen, um in unserer Hauptstadt einen Scheck einzulösen, erklärte er 1963 in Bezug auf das unerfüllte Versprechen der Freiheit, das den Nachkommen der Versklavten verweigert wurde. Diese Ära brachte nicht nur die Bürgerrechtsfragen in den Vordergrund, sie katalysierte eine Neubewertung, wie die Nation sich an ihre Geschichte erinnerte. Schulen wurden zu Schlachtfeldern dieses Gedächtniskrieges. Das Thema Sklaverei, das in Lehrbüchern einst überflogen wurde, wurde zum Gegenstand intensiver Untersuchungen. Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts wurden Lehrpläne überarbeitet, um einen umfassenderen und unerschütterlichen Blick auf die Plantagenäre zu bieten. Initiativen wie das 1619-Projekt, das 1919 von der New York Times gestartet wurde, suchten die amerikanische Geschichte neu zu definieren, indem sie die Folgen der Sklaverei und die Beiträge der schwarzen Amerikaner in ihr Zentrum stellten. Aber nicht nur in Klassenzimmern wird diese Geschichte neu erzählt. Museen, wie das Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur in Washington, D.C., sind als Leuchtfeuer aufgestiegen und beleuchten Geschichten, die einst in den Schatten gestellt wurden. Auch die Kunst hat ihren Teil dazu beigetragen. Die Silhouetteninstallationen von Kara Walker beispielsweise gehen auf die Komplexität der Antebellum-Ära ein und provozieren Gespräche über Rasse, Macht und Erinnerung. Anekdoten aus dem Herzen des Landes zeigen auch, wie dieses Erbe auf persönlicher Ebene konfrontiert wird. Es gibt Geschichten von Familien, die alte Tagebücher oder Briefe auf staubigen Dachböden entdecken, die zu Offenbarungen über die Rollen ihrer Vorfahren als Sklavenhalter oder Versklavte führen. Diese Entdeckungen, oft beunruhigend, haben viele dazu veranlasst, ihre Wurzeln zu verfolgen, um sowohl Verständnis als auch Versöhnung zu suchen. Doch auf dieser Reise der Erinnerung gibt es Stolperfallen der Verleugnung und Verschleierung. Über konföderierten Statuen wird debattiert, wobei einige sie als stolze Symbole des Erbes und andere als offensichtliche Denkmäler der Unterdrückung sehen. Im riesigen Gewebe der Zeit, das sich von den ersten in Amerika gepflanzten Baumwollsamen bis zu den letzten Trommelschlägen des Bürgerkriegs im 1865 erstreckt, haben wir Geschichten gesehen, die sowohl herzzerreißend als auch heldenhaft waren. Stellen Sie sich die Felder vor, die sich endlos erstrecken, wobei jede Baumwollkugel nicht nur eine Ware, sondern ein Leben, einen Kampf, einen Traum darstellt.
Frederick Douglass erklärte einst, wo kein Kampf ist, gibt es keinen Fortschritt. Wenn wir an die unzähligen Seelen denken, die unter der brutalen Sonne schufteten, erinnern wir uns an ihre Kämpfe, ihre Hoffnungen und den Fortschritt, den sie für künftige Generationen geschmiedet haben. In ihrem Gedenken sollten wir uns bemühen, eine Welt zu schaffen, die auf Verständnis, Mitgefühl und Freiheit für alle basiert.